Danke, meine Damen und Herren. Christian Ordner, weiß man schon konkret, wie dieses Geld jetzt eingesetzt wird? Das werden wir natürlich wieder gemeinsam mit der Leni Böhler genau prüfen. Es gibt Fälle, die wir schon kennen. Es gibt solche, wo Hilfe dringend notwendig ist, kleine und größere. Die Leni hat mir, glaube ich, heute war es erzählt, dass sie in den letzten Tagen schon 250 Briefe geschrieben hat an Menschen, denen sie damit mitteilen konnte, dass man ihnen etwas Gutes für sie tun kann.